So, folgendes. Kennen wir doch das Ambiente. Das ja, Ambiente super. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen, kann ich mir auch vorstellen, aber sicher nicht in dieser Art und Weise. Es geht jetzt um Folgendes. Ich werde jetzt gleich typische Szenen, die im Leben eines Rockstars mal stattgefunden haben könnten, in einer allgemeinen Formulierung vortragen. Wenn ihr sagt, ja, das ist mir schon passiert, dann legt ihr einen Chip hier in die Mitte. Also legen oder so cool rein? Ja, egal, der muss da landen, ja? So, ich muss das mitkriegen. Dann werde ich die nächste Aussage, die nächste These aufstellen. Wenn ihr sagt, trifft auf mich zu, legt ihr wieder einen rein. Dann weiß ich, dass es euch passiert. Der Erste, der drei hat, best to three, der gewinnt und hat seine Ruhe. Derjenige, der ein bisschen zögert, zuzugeben, dass das was mit ihm zu tun haben könnte und nur zwei zum Beispiel hat, während der andere schon komplett bei drei durchmarschiert ist, hat verloren. Und dann darf ich mir von diesen zwei Geschichten, die da liegen, oder von dieser einen Geschichte, darf ich mir dann aussuchen, zu welcher Geschichte ich Details hören möchte. Und die müssen dann wahrheitsgemäß mir beantwortet werden. Ja? Okay. Ja. Alles klar? Okay, es gibt einen Preis, das ist die goldene abgebrochene Flasche. Wow. Könnt ihr, die muss ich haben. Könnt ihr gewinnen? Und könnt ihr euch dann, was ihr damit so macht, ne? Ihr könnt ihr da jemanden mit bedrohen, besoffen, ne? Oder so. Mal sehen. Was ist denn da zu mir? Ja, weiß ich nicht. So. Ja, und das hier ist übrigens, das ist auch geil, das ist so ein Nebelding, damit kann ich Atmosphäre machen hier. Guck mal. Geil. Fand ich immer einen sehr guten Namen für so einen Fair-Unternehmen. Vor allen Dingen gut, dass nur du so eingedampft wirst. So, guck mal. Könnt ihr mich noch sehen? Jetzt sieht's hier aus. Ich habe halt Kifferlieder gemacht früher. Ah, ich hatte schon mal eine romantische Begegnung mit einem Fan. Zwei Chips liegen da. Aussage 2. Ich habe mich schon einmal auf einem meiner Konzerte verletzt. Beide haben sich verletzt. Jetzt kommt es drauf an. Zwei hat jeder gelegt. Mal sehen, wer schneller ist oder es überhaupt zugeben möchte. Ich habe schon mal mehrere Tage durchgefeiert. So, da war Campino schneller. Das heißt, ich darf mir jetzt aussuchen, welche von den Aussagen ich etwas detaillierter hören möchte von dir. Mich interessiert die Geschichte, wo du mehrere Tage, das finde ich wirklich faszinierend, weil ich also mit einer Standleitung Sekt auf Eis schaffe ich manchmal bis nachts um drei. Aber wenn Leute mehrere Tage durchfeiern, was ja zum ganz normalen Repertoire eines Berliners gehört. Ich bin ein Rostocker. Ja, aber ich sehe das hier andauernd und denke immer, wenn ich Taxifahrer wäre, ich würde ihn nicht mitnehmen. Ja? Ja. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin und Wilson Gonzalez auf allen Vieren zum Taxistand geht. Ne? Kenne ich, war oft in dem Taxi mit Wilson drin. Ja. So, und dann fahre ich da vorbei auf dem Weg zum Büro und denke mir, gut, dass ich heute geduscht habe. Ja, sag mal so, und wie war das bei dir? Ich glaube, die Geschichte, worauf du hinaus möchtest, ist auch eine sehr krasse Geschichte, weil der erfolgreichste Song, den ich hatte, Zusammenarbeit mit Jascha und Miss Platinum, war Lila Wolken. Ja. Und das ist auch schon ein paar Jahre her. Und das war damals so das Krasse, die Zeit mit Berghain und mit Bar 25. Und das war so das perfekte Ding. Donnerstagabends los zu Bar 25 und dann alles klar, wir gehen ins Berghain. Sind mal ausnahmsweise reingekommen. Ja. So, die härteste Tür Berlins oder Deutschlands, sagt man, ne? Genau, und ja, und dann kommen wir da irgendwann montags wieder raus. Und dann... Aber gibt's da Frühstück zwischendurch? Oder wie? Also wie läuft das dann? Sagt man, okay, ich leg mich mal ein bisschen aufs Ohr. Sektfrühstück. Wo sind die Croissants oder so? Also... Sektfrühstück. Ja. Ja, natürlich kann man da auch irgendwo was essen und man geht mal raus. Aber das Krasse war, dass wir dann da raus sind und dann Lila Wolken geschrieben haben. In 30 Minuten oder so. Und der ganze Song, weil wir sind auch raus aus dem Berghain, der ganze Himmel war lila. Ja. Und das war so krass, okay, alles klar. Wir haben so eine Idee gehabt und dann haben wir einfach auch unseren Produzenten nichts gesagt. Ja. Dass sie einfach dachten, wir sind ganz normal, weil wir einen Termin im Studio hatten. Und dann haben wir unseren größten Hit zusammen, eigentlich jetzt immer noch, weil ja. Der Song ist, mit dem Song wurde damals so der Himmel gekauft. Also immer, wenn man diese lilanen Wolken sieht, denkt man an das Lied. Und der ist dann entstanden, was wiederum bedeutet, dass Feiern nicht immer schlecht sein muss. Also dass auch kreative, tolle Momente entstehen können. Also der Berghain-Ausflug war eine Recherchereise. War eine Recherche? Zum, man von der Steuer zum großen Hit. Genau, von den Steuern abgesetzt. Ja, ja genau. Sehr gut. Ja, ist doch gut. Ich hab mir die Rechnung. Also nee, ich will das auch gar nicht so verteufeln, sondern dass das
dass das, man tut ja immer so, als wäre das immer so irgendwie so ein goldener Handschuh-Schmiersuff, sondern manchmal ist es einfach viel, ja, schlimmer. Ein viel schlimmer und ein Teil der Kultur und am Ende kommt was dabei raus. Ja, die, ja. Sehr interessant. Also ein ganzes Album auf diese Weise zu schreiben, stelle ich mir anstrengend vor. Habe ich ja auch gemacht. Ach, cool. Also, ja, also mein letztes Album, Fünfte Dimension, ist ja ein bisschen so dieses Gefühl, also alle Facetten daran, die schönen Seiten, die miesen Seiten. Ja. Aber ich habe ja immer so ein bisschen eine Ode auch fürs Feiern gebrochen, weil ich mit diesem Vorurteil, dass man immer nur feiert, wenn man irgendwie gerade eine Lebenskrise hat oder wenn man irgendwie lost ist. Das stimmt nicht. Manchmal man feiert auch einfach, weil man es geil findet und, ja, weil man Menschen kennenlernt oder weil man Situationen kommt, in die man im Alltag einfach nicht kommt. Und das ist das wirklich Schöne an Berlin. Ja, ich glaube auch manchmal so, die goldene Regel ist halt dann feiern, wenn es was zu feiern gibt. Ne? So, Runde 2. Es geht wieder los, die Chips werden wieder neu gemischt. Und die Aussagen finden wieder statt. Ich habe schon einmal fremde Partys gecrashed und mich dort ziemlich daneben benommen. Das habt ihr beide. Ich bin schon einmal auf einer Tour verloren gegangen und bin auch nicht wieder aufgetaucht. Hey, etwas, was ihr noch nicht gemacht habt. Ich hatte schon sehr fragwürdige Bühnenoutfits. Bist du dir sicher? Ja, komm. So einen halben. Ein Hotel hat von mir einmal Schadensersatz verlangt. So, gut, dann reden wir mal über deine Bühnenoutfits. Ja? Du hattest schon sehr fragwürdige Bühnenoutfits an. Du machst ja nun auch schon, du hast ja über mehrere modische Epochen hinaus Musik gemacht. Da bleibt es ja nicht aus, dass man immer mal denkt, huch, gibt es da Outfits, von denen du selber denkst, ach, das müsste ich jetzt nicht zwingend noch mal anziehen? Ja, fast alle würde ich nicht noch mal anziehen. aber nachher ist man immer schlauer. Tatsächlich, vor den Toten Hosen war ich mal in einer Band, die nannte sich ZK. Ja. Und die ist das Ganze so dadaistischer angegangen. Ja, wir wollten so ein, für was stand das, ZK? ZK? Zentralkomitee Stadtmitte. Aber wir waren so unwichtig, dass man das Stadtmitte immer weggelassen hat in den Zeitungskritiken. Dann wurde da ZK draus. Und diese Band, die hat halt sehr viel mit Persiflagen gearbeitet und so weiter. Und so kam das, dass ich mal im Römer-Outfit auf der Bühne war oder ein schönes Tütü von meiner Schwester geliehen bekommen habe. Die war Balletttänzerin damals. Ja. Mhm. Aber auch schon mal in der Lederhose dann da gestanden habe und irgendwelche Songs von Freddie Quinn interpretiert habe. Ja. Was zum Beispiel die Hamburger Matrosen jetzt nicht so lustig fanden wie ich. Mhm. Und die drohten dann schon mit der Faust, ey, wir hauen dich da runter, mehr Pogo, Alter! Mhm. Und dann bin ich nicht mehr auf die Seite der Bühne gegangen. Ja. Saß mit meiner Lederhose schön am anderen Ende und hab den Song zu Ende gebracht. Ah ja, okay, sehr gut. Das sind ja, Einblicke, also das ist vielleicht auch motivierend für viele Leute zu Hause, dass man das Gefühl hat, es kann immer noch wieder alles gut werden im Leben. Auch wenn man zwischendurch das Gefühl hat, das wird nichts mehr. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich wusste, wie bescheuert die Sachen aussehen. Ja. Also ich habe jetzt nicht selber gedacht, dass ich da geil aussehe oder so. Okay, also ja, das ist ja immerhin. Also du hattest eine gewisse kritische Distanz zu dir. Ja, auf jeden Fall. Das ist schön, da freue ich mich drüber. Wir spielen weiter, Runde 3. Aussage Nummer 1. Ich wurde schon einmal angezeigt. Ging auch schnell. Man denkt immer so, ja klar, wurden die schon mal angezeigt. Ich wurde noch nicht angezeigt. Ne, bei euch, man wundert sich hier gar nicht. Niemand ist erstaunt, dass ihr angezeigt wurde. Wurde es dann auch angezeigt? Ja. Thomas? Ja, das bist du nicht gut. Wo bin ich denn angezeigt? Das muss ich kurz klären. Sekunde bitte. Ja, wir haben Jesus nachgespielt haben in Kreuzberg. Ah, das ja, war nicht gut. Stimmt. Ja. Als Diverses, auch immer wegen Jugendschutz, ganz viel. Stimmt, als wir die Passionsgeschichte am Hermannplatz nachgespielt haben, da erinnere ich mich da. Das fanden die mit der Kreuzigung nicht so witzig, ja. Genau. Naja. Ne? Was? Die Glitzeraktion. Oh ja, oh Gott, ja, hör auf, ist gut, ja, ist in Ordnung. Ja. Okay, gut, vielleicht habe ich das falsch abgespeichert. So, jetzt geht's aber nicht um mich hier. Deckmantel so. Der Kunst. Ich bin hier mein Moderator. Ich bin schon einmal aus einem Club geflogen.
So, jetzt wird's wieder spannend. Wir haben wieder zwei Chips liegen. Ich bin schon einmal mit falschem Namen angekündigt worden. So, jetzt hast du gewonnen. Du musst erzählen. Warum als bist Martin, du? Martin, wa? Bist du als Martin, weil? Wir haben ein neues Musikvideo. Aber das möchte ich gar nicht unbedingt wissen. Ja. Ich möchte eigentlich viel lieber wissen, warum du aus dem Club rausgeflogen bist. Was ist da passiert? Also, ist ja nicht nur einmal passiert. Nee, also ganz oft. Aber was war das schönste Mal? Was war das Schlimmste, meinst du also? Ja, so, für uns das Schlimmste. Naja, es gab mal eine krasse Geschichte. Früher habe ich ja mal, ich hab mal gemodelt mit 18. Ja, das sieht man heute. Sieht man heute nicht mehr. Nee, nee. Deswegen muss ich es immer sagen. so, warst du? und da war ich in Mailand. Und da gab es so einen krassen Club, der heißt, gibt es glaube ich immer noch Hollywood. Und das ja, ist so der kenn krasse. Kenn ich, da war ich auch schon mal. Siehst du? Ja. Oh. Da war der damalige Sänger. Muss man so Treppen runter, ne? Treppen runter, und da ist so der große Aftershow, ein bisschen so gesehen und gesehen werden. Und ich war da sehr moralisch noch und fand alles krass, was ich da gesehen habe. Und dann habe ich den Sänger von Simply Red damals gesehen. Und da ging irgendwas vor, was ich nicht so okay fand. Da habe ich einfach ein Rotweinglas über ihn geschüttet. Und dann wurde ich aber ziemlich zerlegt, tatsächlich. In so einem also wie man sich das vorstellt, perfekte Szenerie, in so einem kleinen Grasstück, in so einem Hinterraum, also so raus. Dann wurde ich von zwei Securities mies zerlegt. Die haben mich dann richtig verhauen. Ja, und ich habe die, ja, aber so richtig mit Brüchen. Ja. Und dann habe ich dann trotzdem noch ein lebenslanges Clubverbot bekommen. Aber für die Sache war es richtig. Also Mick Hucknall, ich für was Gutes eingesetzt. Ich finde, wenn einer eine Band hat, die Simply Red heißt, kann man den auch mit Rotwein beschütten. Das war ja mein Witz. Gut, oder? Gut. In Ordnung. Zum Glück waren es nicht die White Stripes, ne? So. Genau, dann wäre es nochmal richtig aufgehört. So, gibt's da sicherlich auch im Club Hollywood, soweit ich mich erinnern kann. Was war denn, warum warst du dann dort? Silvester war ich mal da. Schön. Ach, Silvester in Mailand, ja? Ja, und dann bin ich aber, da war ich noch Friseur, sehr lange her. Und da gab es einen Bereich, das weiß ich, meine einzige Erinnerung daran ist, das war sehr teuer da alles, da hat Wasser 60 Euro gekostet oder so und ich hatte kein Geld. Und dann wollte ich in diesem Bereich, wo alles umsonst war. Und der da gab's Tier. So, und da war tatsächlich so wie so ein Loch im Zaun. Da bin ich, ist egal. Durchgegangen. Am Ende bin ich da gelandet, aber zwischendurch stecken geblieben und so weiter. Aber das ist, ist egal. So. Die Sache mit der Security ist aber eine Timing-Frage, ja? Ja. Da kann ich dazu nur sagen. Ich habe das mal in so einer, auf Ibiza in einem sehr eleganten Club gehabt. Wo ein Pascha? Ja. Da war jemand, mit dem ich nicht gut klargekommen bin. Und dann habe ich genau gewartet, dass die Security nicht guckt. Dem dann eine gegeben. Und in dem Moment, wo die Security geguckt hat, ist der auf mich los und hat von denen einen draufgekriegt, nochmal. Und ist rausgeflogen. Und ich habe eine sehr gute Nacht in dem Laden gehabt. Und so muss man sagen. Die wichtige Frage. Das wusste gar nicht, dass du mit Farin Urlaub im Club warst. Ich kann sagen, die wichtige Frage ist, wie geht es David Guetta heute? So. Jawohl. Die Zeit muss man sich mal nehmen. Stimmung. So. Aussage Nummer 1. Ich hatte schon sehr extravagante Wünsche für den Backstage-Bereich, die mir heute peinlich sind. Ja, glaube ich euch beiden, dass das nicht passiert ist. Ich hatte schon einmal eine Waffe am Kopf. Da kann ich nur die Hälfte reinlegen. Waffe am Kopf, ja, aber es war nicht mein Kopf. Okay. Es war der Kopf einer anderen Person. Ach so, ich dachte, dein Penis. Genau, das ist die nächste Aussage. Ich hatte schon mal eine Waffe am Penis. Wart's doch ab. So. Also. Ich konnte schon einmal auf einem ganz normalen Zettel ankreuzen, ob und welche Drogen ich nehmen will. Ich habe schon mal mein Album-Release verschlafen. Ich war schon einmal nackt auf einer Bühne. Jetzt hast du gewonnen. Er muss sagen. Du musst erzählen, was war da los? Also ich würde glaube ich, also nackt auf der Bühne kann ich mir
mit ein bisschen Fantasie vorstellen. Aber wo war die Waffe und was ist da passiert? Warum eine Waffe? Was ist, ja, was ist los? Also, klar, an die besten Jahre kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern. Weil sonst wäre es nicht wirklich gut gewesen. Aber zwei Sachen sind mir noch voll in Erinnerung. Einmal in Frankreich. Da hat der Clubbesitzer aus irgendeinem Grund Teile von unserem Schlagzeug mitgehen lassen. Und hat dann nachher so getan, als hätte er keine Ahnung. Und daraufhin hat ein Rodi von uns den Revolver rausgeholt und musste ihn den Typen so ins Gesicht halten und sagen, du rückst das jetzt wieder raus. Das hat auch geklappt. Ja, ja. Und der etwas fragwürdigere Moment, das war zu einer Zeit, als wir zu viert in Düsseldorf unterwegs waren mit dem Auto. Anfang der 80er Jahre, vier Punks halt. Und dann hielten neben uns in einem Auto vier Disco-Prolls, ziemlich gut aus dem Bodybuilding-Stall. Also die waren gut aufgestellt, die hielten an und machten uns eben an. Ja. Und Gott sei Dank hatte ein Freund von mir auch seinen Revolver bei. Ja, ein Glück. Hat ganz lässig die Scheibe runtergedreht und diesen Revolver eben zu diesem Prollwagen gehalten. Der ungefähr anderthalb zu dem Prollwagen. Ja, genau. Zu den Assis. Genau. Ja. So wollte ich es nicht sagen. Genau. Naja, und die sind dann, es war ja rot. Ja, ja. Und die haben so eine Panik bekommen. Ja. Die sind sofort ins Gas. Ja, und in Sekunden werden die fast in den Lastwagen reingerauschen. Da war mir extrem peinlich, die Situation danach. Es ist nochmal gut gegangen. Aber da habe ich dann doch dem Kollegen gesagt, ey, ja. Nicht bei der Ampel rausholen. Nee. Nicht bei Rot. Nee, nicht bei Rot. Nee, das macht man. Also sonst schon. Das ist aber interessant, weil ich habe jetzt überhaupt nicht, ich habe jetzt also damit gar nicht gerechnet. Jetzt habe ich direkt zwei Geschichten von dir gehört, wo ihr die Kanone habt. Ja. Ich dachte, ihr wärt bedroht worden. Deshalb war das auch nur auf halb. Ach so, weil das praktisch eure Kanone war. Ich habe gedacht, das Anzeige. Thema ist Waffe am Kopf. Anzeige ist raus. Exakt, ja, absolut, total. Ich bin einfach beeindruckt, dass praktisch ihr die Knarre dabei hattet. Aber gut. So, guck mal. So sieht das hier aus. Das ist das eine. Materia. So sieht das aus. Und auf der anderen Seite ist genau das hier drauf. So. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt einen echten Unterschied. Unsere, wenn die von uns ausgeliefert werden, dann ist das Vinyl grün. Und Martens, da ist das Vinyl blau. Alles klar. Also für alle Sammler, da wisst ihr Bescheid. Wenn ihr wirklich alles haben wollt, müsst ihr euch das doppelt und dreifach kaufen. Scheiß Aussies, scheiß Welsies, so heißt das Ganze. Materia und Campino. Recht herzlichen Dank. Schön, dass ihr heute da wart. Hat mich total gefreut. Vielen herzlichen Dank. Und das war Casino Rockyal.